Eine neue Folge MT5, heute mit meinem zweiten Turnierspiel in der Schlacht in den Kriegslanden mit Rittern gegen Mali. Viel Spaß! Ja, das zweite Turnierspiel habe ich im Tabletop-Simulator gemacht. So seht ihr den also auch mal. Ist ziemlich komfortabel, was so das Bearbeiten quasi des Spiels angeht. Zum Beispiel Sachen kopieren und einfügen. Man kann sich selber Spielelemente reinmachen, wenn man irgendwie eine neue Fraktion entwickeln möchte und da schon Artwork zu hat. Man kann die Würfel was größer und kleiner machen oder hier die Plättchen mit den Anhöhen. Bei Tabletopia manchmal, wenn da ein Würfel drauf liegt, dann sieht man die fast gar nicht mehr und kann sie leicht vergessen. Ja, das sind alles so Sachen, die halt im Tabletop-Simulator gehen, die den recht komfortabel machen. Und ich spiele auch hier im Turnier jetzt gegen den Marvin, der die Mod tatsächlich, ich hatte ja nur so ein Safe-Game mal gemacht, die Mod dafür programmiert hat, die sich halt auch einfach mit so Kampfdruck aufbauen lässt. Da werde ich das Video auch nochmal zu anpassen. Vielleicht ist das jetzt schon das Aktuelle, wie man an diese Mod rankommt, über den Steam Workshop zum Tabletop-Simulator und genau, wie man dann im Tabletop-Simulator Dice War spielen kann. Ich spiele mit den Rittern dieses Turnierjahr und habe angefangen mit 4 und 6 Einsern. Und der Marvin spielt mit den Mali, hat angefangen mit 4-4-2 und hat sich da sehr ungünstig aufgestellt, was zeigt, dass dadurch, dass bei uns die Ritter halt einfach wenig gespielt werden, viele nicht so genau wissen, wie man auch dagegen spielen soll. Und ich glaube, das jetzt ist auch ein super Video, um ein paar Sachen mitzunehmen, wie man es den Rittern einfacher macht, als man es machen muss und worauf man da achten kann, um sich etwas vor den Rittern zu schützen. Denn was wir hier sehen, ist, dass der Marvin die Vierer ein Feld quasi weg vom Rand gestellt hat und das ist gegen die Ritter so, wo man überhaupt nicht stehen möchte, denn das seht ihr jetzt gleich nach den ersten beiden Zügen. Ich beginne damit, dass ich den Commander splitte, sodass ich dann 10 erste Schwerter auf dem Spielfeld habe. Und ich kann die Schwerter jetzt halt genau da diagonal neben die Waldhüterinnen stellen. Dadurch sind sie nicht bedroht, können aber ihren Unterstützungszauber auf die wirken. Ich entscheide mich dann noch dazu, doch auf einer Seite zu überlagern, um da einfach 2 Schwerter nachher noch zu haben, wenn ich den Unterstützungszauber auf die Waldhüterin spiele. Genau, nehme jetzt den Commander natürlich noch raus und der Mali-Spieler zieht 2 nach vorne auf die Ruine drauf. Ich habe jetzt die 10 Schwerter und kann jetzt halt, solange ich nur bewege und unterstütze, alle gleichzeitig aktivieren oder eine Aktion geben. Und genau, das mache ich jetzt auch. Ich benutze die vorderen beiden Schwerter, um mit der Unterstützung die Waldhüterin abzuwerten. Dadurch verliert er dann auch direkt alle Trigger. Die anderen Schwerter ziehe ich dann erstmal vor. Ich ziehe immer eigentlich 3 vor und kann die dann mit der Unterstützung schon zu 2ern machen. Aber da ich gerade dem Mitspieler so viel Tempo genommen habe, dass ich noch nicht unbedingt meine 2er brauche, habe ich jetzt erstmal alle noch 1 vorgezogen und kann dann halt in der nächsten Runde nochmal ein Feld vor und alle zu 2ern machen. So bewege ich halt die Figuren quasi alle gleichzeitig. Genau, der 1er stellt sich an den Sprössling dran, hat dann auch die Möglichkeit, den in der nächsten Runde noch um eine Stufe abzuwerten. Und das letzte Schild kann dann aufwerten. Dadurch kann ich an kein weiteres Schild mehr eine Aktion geben, aber ich habe ja auch schon, also kein weiteres Schwert mehr eine Aktion geben, aber ich habe ja auch alle aktiviert. Das heißt, beim letzten kann man dann quasi die Reihe abbrechen lassen. Genau, er macht sich wieder eine Waldhüterin und ich aktiviere wieder die Schwerter. Eins verhindert, dass der Sprössling da noch weitere Goldfrüchte reinsetzen kann, indem ich den abwerte und die anderen gehen nach vorne und ich nutze sie, um aufzuwerten. Hätte hier auch ein Schwert noch behalten können, denn die letzte Aufwertung, wie gesagt, auch einfach durch die normale Aktion möglich. Aber da ich auch keine anderen Schwerter mehr habe, ja, muss das auch nicht unbedingt da hinten noch rumstehen.
Jetzt bin ich schon recht weit in der Mitte, habe meine vier Schilde, die ja erstmal gegen Angriffe recht gut geschützt sind, frontal, da sie sich ja auch vor und nach der Bewegung bewegen dürfen, ist es ziemlich schwierig, da dran zu kommen. Und durch ihre Regel bekomme ich in der nächsten Runde einen Speer wieder automatisch und habe dann noch meinen Zug. Und mein Mitspieler ist jetzt erstmal wieder beschäftigt, sich damit seine Waldhüterin zu machen, um sich wieder Triggerpunkte zu sammeln und da die einsame Goldfrucht aufwerten zu können. Und da sieht man dann aber jetzt auch direkt noch einen Trick der Ritter. Ich bekomme die freie Aufwertung mit dem Schild zum Speer, bewege den einen nach vorne und steche damit quasi in die Goldfrucht. Und die wird dann ins Exil gelegt, da die quasi erstmal um eine Stufe abgewertet wird, ist dann eine Nuller-Kreatur und die haben keine Fähigkeiten und werden ins Exil gelegt. Kurze Zwischenanalyse. Ich habe jetzt schon ziemlich in der Mitte des Spielfelds und dann am Rand beim Gegner vier Kreaturen stehen. Zwar relativ kleine, aber welche, die auch starke Effekte haben. Und mein Mitspieler hat quasi von seiner Startaufstellung eine Figur verloren. Und das rührt halt einfach von der Aufstellung, dass er die Waldhüterin am Anfang da so ein Feld vom Rand entfernt gestellt hat, dass wirklich quasi die Stelle, die gegen die Ritter am schwächsten ist, man kann sie an den Rand stellen, denn wenn ich dann Schwerter daneben stelle, dann kann er sie immerhin erstmal schlagen und kriegt schon mal einen Siegespunkt und kann dann zwar abgewertet werden, aber immerhin. Oder man spielt halt mehr in der Mitte und dann muss der Ritterspieler erstmal noch Züge investieren, um an die Kreaturen ranzukommen. So, ich mache mir wieder einen Commander, um wieder Triggerpunkte sammeln zu können und den Split wieder offen zu haben. Er wertet auf ein Mali auf, um den splitten zu können und dann selber auch etwas weiter nach vorne zu kommen und neue Sprösslinge zu haben, mit denen er dann halt wieder Goldfrüchte legen kann. Ich splitte den Commander direkt wieder in vier Schwerter, einen setze ich an den Mali dran, einen an die Waldhüterin, denn ne, dann kann ich die wieder abwerten und die Triggerpunkte sind wieder alle weg, da die halt immer noch da auf dieser sehr ungünstigen Position steht. Und genau, meine Schwerter oben stehen auch neben dem Schild, das heißt, die können auch da aufwerten, gegebenenfalls, um selber auf eine stärkere Kreatur zu kommen. Mein Mitspieler ist, glaube ich, vom letzten Mal etwas traumatisiert und zieht jetzt hier die Waldhüterin weg. Bringt im Endeffekt aber nichts, weil ich halt mit den Schwertern einfach hinterherziehen kann und dadurch halt auch noch die anderen Schwerter bewegen kann und quasi so noch mehr Tempo gewinne. Das heißt, ich glaube, hier wäre es das Beste gewesen, einfach cut your losses, wird die Waldhüterin halt wieder abgewertet. Gegebenenfalls nehmen meine Einser vielleicht unten noch den Mali zu spritten, die Sprösslinge hinzustellen, damit man halt dann gegebenenfalls immerhin noch was schlagen kann. Oder wenn ich es halt abwerte, hat man immerhin schon mal eine Goldfrucht da. Genau so kann ich es halt einfach verfolgen mit den Schwertern. Ziehe dann auch das zweite Schwert noch nach in die Mitte, das dritte schon mal vor, um da den Mali unter Druck setzen zu können und werte den unteren zum Schild auf. Ich hätte auch vielleicht den Mali wieder abwerten können auf eine 5, damit er sich nicht splitten kann. So habe ich jetzt halt den Vorteil, ich habe wieder 4 Schilde, das heißt nächste Runde bekomme ich wieder eine Aufwertung auf eine 3, das heißt der Mali als Mali kann schon mal nicht eins nach rechts ziehen und ist in seiner Bewegung da ein bisschen eingeschränkt, da ich ihn sonst einfach schlagen kann. Genau, jetzt sind wir in der Situation, dass mein Mitspieler eingesehen hat, dass er seine Triggerpunkte nicht retten kann und deswegen jetzt den Mali splittet, was vielleicht schon vorher passieren können. Er überlegt dann erstmal, wo er sie hinstellen kann, entscheidet sich dann dazu, den einen nochmal wegzustellen, um auf meine Schwerter hier Druck zu machen und genau, stellt den dann daneben, die Waldhüterin. Ich muss ja, oder es ist schon sinnvoll, dass ich jetzt ein Schwert benutze, um das wieder abzuwerten. Dann kann er theoretisch das andere Schwert mit dem dann entstehenden Fackelträger schlagen. Aber das ist halt die große Stärke, finde ich, so
bei den Schwertern. Selbst wenn Schwerter bedroht sind, kann ich halt immer den Zauber, also eins bewegen und den oder die Unterstützung benutzen und dann kann ich alle an immer weiter die Aktion geben und dann halt alle anderen bedrohten Schwerter auch noch einfach weglegen, um eine Figur vom Gegner abzuwerten. Und so können die quasi, wenn ich das nicht möchte, nie geschlagen werden. Genau, die Aufwertung zum Schwer hier hatte ich noch vergessen, nehme ich den in der Mitte. Er hat ja da gerade hauptsächlich Zweier, das heißt, ich kann ihn da schon mal gut bedrohen mit einer Dreier-Kreatur. Und so schnell kriegt er jetzt auch wieder keine stärkeren Kreaturen, weil er ja keine Triggerpunkte hat. Das Schwert oben ziehe ich dann diagonal zu den Sprösslingen. Allgemein diagonal stehen mit den Schwertern immer sehr gut, da die ihre Unterstützung diagonal einsetzen können, aber die meisten gegnerischen Kreaturen können ja nicht diagonal schlagen. Das heißt, sie sind dann quasi wehrlos ausgeliefert dagegen. Und das letzte Schild werte ich wieder auf zu einem, das letzte Schwert werte ich wieder auf zum Schild, so rum, und bekomme dadurch in der nächsten Runde wieder einen Dreier. Er wertet wieder auf eine 4 auf, weil er halt die Triggerpunkte braucht. Jetzt steht seine 4 ja auch nicht mehr umliegend zum Rand. Genau, aber ich kann jetzt halt die zu einer 3 aufwerten und dann direkt schlagen. Ist sehr stark, vor allem in der Kombination, weil man die 2 ja nicht schlagen kann, wenn man frontal steht. So kann man auch sehr gut 6er angehen vom Gegner, indem man einfach mit einer 2 frontal anzieht. Der kann die 2 nicht schlagen, aber wenn ich halt 4 Zweier habe, muss ich in der nächsten, also kriege ich in der nächsten Runde einen Dreier und er muss quasi weg. Ich verliere 2 Würfel, als ich den Sprössling geschlagen habe, habe jetzt aber schon 3 Punkte, wegen des Feldbonus noch einen dazu und kann jetzt den nächsten Sprössling direkt auch noch einsammeln, bekomme dann nochmal 3 Punkte und jetzt korrigiere vor der Bewegung hier gerade noch die Ausrichtung vom Speer. Und genau, muss wieder 2 Würfel weggeben, aber mit 6 Punkten sieht das schon sehr gut aus. Und ich habe einfach enorm viel Tempo bekommen durch die Aufstellung meines Mitspielers hier am Anfang, dass ich ihn so unter Druck setzen konnte, dass er sein Triggerpunktespiel überhaupt nicht einbringen kann. Und für ihn ist jetzt gerade quasi ein Versuchen zu retten, was noch zu retten ist. Langsam kommt er jetzt ins Spiel mit der 4 und den Goldfrüchten, aber ja, es ist halt eben extrem schwierig, weil ich halt einfach durch die Aufstellung sehr, sehr viel mehr Tempo bekommen habe, schon bei ihm in der Hälfte bin, ihn unter Druck setzen konnte und er ist jetzt quasi in so einer Situation, wie man sie vielleicht nach 3 Zügen bei Mali haben könnte, wenn er sich direkt in der Mitte aufgestellt hätte. Aber deswegen finde ich es auch so wichtig, dass ein bisschen mehr Ritter gespielt wird, weil sowas sieht man halt vielleicht beim Lesen nicht direkt, dass man seine Aufstellung da halt anpassen muss. Und wenn man halt einmal das erlebt hat, ich glaube jetzt hier, der Marvin wird das nie wieder so aufstellen gegen die Ritter und wird dann direkt deutlich bessere Chancen haben. Und das geht halt einfach nur mit Spielerfahren und wenn keiner die Ritter spielt, dann kann man dagegen auch nicht besser werden. Ich mache einen Commander, einfach um Triggerpunkte zu bekommen und die Möglichkeit zu bekommen, wieder einen Einsatz zu splitten. Wobei jetzt, denke ich, sind es die Triggerpunkte, damit ich mit den Schilden und Speer und Schwert auch noch ein bisschen mehr Druck aufbauen kann. Der Sprössling zieht jetzt noch eins nach vorne und legt eine weitere Goldfrucht rein, platziert sich da so um die Anhöhe herum und sammelt weiter Triggerpunkte. Und ich nutze jetzt die Gelegenheit, dass so viele von seinen Figuren am Rand stehen und setze wieder Schwerter ein. Da, wo er schlagen könnte mit dem Sprössling, da sehe ich diagonal frei. Commander kommt wieder weg und kann jetzt halt im nächsten Zug seine ganzen Goldfrüchte wieder mit meinen Schwertern abwerten, sodass die ins Exil kommen und ihm dann halt auch irgendwann die Würfel ausgehen. Während ich halt quasi nur ein paar Züge verliere, aber da ich sowieso schon so weit vorne bin bei ihm und er nicht jetzt nicht mich stark unter Druck setzt. Aktuell sind mir die Züge, die ich brauche, um den Commander aufzuwerten, zu splitten und dann den Zauber zu benutzen,
Halt auch nicht so wichtig. Er zaubert jetzt für die 4 Punkte, legt einen Würfel weg, macht sich da einen Schattenläufer, was auf jeden Fall eine gute Idee ist, damit die Goldfrucht nicht gleich weg ist, wie angekündigt. Genau, ich kann den Schattenläufer jetzt zu einem Dreier abwerten, wenn ich das möchte. Ich glaube, am schlauesten wäre es fast hier wirklich ihm auf die Würfel zu gehen und die 1 und die 2 abzuwerten. Dann könnte ich mir auch noch den unteren Schild mit der Unterstützung zu einem Dreier machen. Ich könnte mit dem oberen Schwert den Silberspeer zu einem Vierer machen und hätte dann von den Kreaturen auch einen Vorteil. Ich entscheide mich aber dazu, zu einem Dreier ihn abzuwerten, da ich so ein bisschen Angst hatte, ehrlich gesagt, vor so einer hohen Kreatur. Rückblickend glaube ich wirklich, es wäre besser gewesen, ihm da den Sprössling und die Goldfrucht noch wegzunehmen, um halt einfach seine Möglichkeiten noch mehr einzugrenzen. Ich überlege dann stark, was ich mit dem oberen Schwert machen möchte. Benutze dann aber erstmal die unteren Beine, um aus dem Schild einen Commander zu machen. Hab dann halt wieder einen Commander, der sich splitten kann, aber auch eine Vierer-Kreatur, der halt da den Sprössling bedrohen kann. Und genau, dann mit dem letzten Schwert nutze ich dann die Aktion, um den zum Schild zu machen und damit auch ein bisschen Drohpotenzial zu haben, potenziell was schieben zu können, zu zerdrücken können. Und genau, wenn ich den zu einer 3 aufwerte, gegebenenfalls noch, kann ich noch weiter Goldfrüchte aufspießen quasi. Und genau, wäre auch eine Möglichkeit gewesen, unten das Schild zu lassen und dann kriege ich ja wieder eine Gratis, hätte ich wieder eine Gratisaufwertung zu einer 3 bekommen, dann hätte ich im nächsten Zug das direkt machen können. Aber ich werde sowieso hier erstmal unter Druck gesetzt. Der Dreier zieht auf die, also der Fackelträger auf die Anhöhe. Und ich muss überlegen, was ich mache mit dem Dreier, da ich da bedroht bin. Werte dann erstmal auf, denn er hat jetzt hier auch recht viele Kreaturen stehen, sodass gegebenenfalls mit einem Brandhirsch ich da auch recht gut durchpreschen kann. Genau, er wertet aber selber auf, sodass ich jetzt auch gezwungen bin, wieder mir was zu überlegen und aufzuwerten. Er entgegnet dann mit einem weiteren Zauber, wodurch er die Goldfrucht da zu einem Schattenläufer aufwertet. Ich bin jetzt in der komfortablen Position, dass ich mit dem Brandhirsch, was halt auch nochmal dessen Stärke zeigt, direkt 2 Waldhüterinnen bedrohen kann. Und er hat jetzt keine Möglichkeit mehr, die beide zu bedrohen. Und dadurch kriege ich auf jeden Fall genug Punkte, um das Spiel zu gewinnen. Ja, an der Stelle erstmal vielen Dank an den Marvin für das Spiel und vor allem auch vielen Dank daran, dass er das mit dem Tabletop-Simulator mit der Mod hinbekommen hat, die man jetzt einfach, wenn man Dice Throw im Workshop sucht, finden kann. Und wo es jetzt oben bei Options bei Game Key die Möglichkeit halt auch gibt, sich Custom Hotkeys zu wählen für das Drehen der Würfel. Das war nämlich das, was ich nicht hinbekommen hatte. Und das macht es erst möglich, die Ritter hier sinnvoll zu spielen. Und ich denke, das Video war auf jeden Fall ein super Hinweis dazu, wieso es Sinn ergibt, sich mit Aufstellung zu beschäftigen, das zu durchdenken und auch einfach so Sachen mal durchzuüben. Also nehmt mit gegen Ritter, stellt eure Figuren nicht diagonal zum Rand auf ein Feld frei quasi, sondern entweder ganz an den Rand oder ganz in die Mitte. Meistens würde ich empfehlen in die Mitte. Dann könnt ihr euch doch ein paar Züge mehr noch aufbauen, bevor die Schwerter dann an eure Tür klopfen. Mein nächstes Spiel aus dem Turnier, dann das dritte von erstmal 4, sei denn ich komme wieder ins Finale, wird dann nächsten Sonntag erscheinen. Ich versuche aber auch von anderen Spielern aus dem Turnier aufzunehmen, habe da auch schon eins, das kommt vermutlich Mittwoch. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß dabei.